Hi Leute, jetzt stelle ich euch die 12 Filme vor, die für mich dieses Jahr am meisten gefloppt sind. Los geht es nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen bei Benny's Movie Collection. Gerade eben hatte ich das Video hochgeladen mit meinen Top 12 Filmen und jetzt kommen die Flop 12, also die Filme, die mich 2017 am meisten enttäuscht haben. Und dafür spicke ich gleich auch nochmal auf mein Handy. Auch hier gilt, einige Filme sind nicht in der Liste, weil ich manche noch nicht gesehen habe. Also geht es hier nur rein um Filme, die ich 2017 im Kino oder an Heimkino gesichtet habe. Fangen wir einfach mal an. Ich fange von hinten an, bei der 12 bis 1 und ab 12 heißt noch, die Filme sind noch gut, sind noch wirklich okay, aber es hat irgendwo was gefehlt und deswegen sind sie für mich auf der Flop-Liste und dann geht es immer weiter zurück bis Platz 1, was für mich der schlechteste Film in diesem Jahr war. Auf Platz 12, traurig aber wahr, habe ich Star Wars Episode 8, Die letzten Jedi. Auch dazu habe ich ein Review gehalten. Die Film-Junkies haben auch schon ausführlich im Podcast drüber diskutiert. Ja, der Film hatte seine Momente, hat vieles gut gemacht, hat aber auch viel Bullshit drin gehabt, hat viel Mist gebaut. Und deswegen ist Star Wars für mich hier definitiv in der Flop-Liste. Dann haben wir auf Platz 11, auch für mein Fanherz ziemlich traurig, Alien Covenant. Ich feiere die Alien-Filme und auch Prometheus habe ich wirklich gefeiert, aber bei Alien Covenant, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, hat Ridley Scott wirklich Bockmist gemacht und der Film gehört auch auf die Flop-Liste. Dann auf Platz 10, auch ein Film, der eigentlich gar nicht so schlecht war, aber das gewisse Etwas hat gefehlt, wo ich wirklich dann gesagt hätte, wow, der Film ist geil. Da hat ein bisschen was gefehlt und das ist auf Platz 10 Wonder Woman. Ja, viele fanden den richtig gut, aber für mich hat das gewisse Etwas gefehlt, wie bei fast allen DC-Filmen. Irgendwo fehlt der gewisse Kern. Und bis auf Man of Steel und Batman vs. Superman, die ich wirklich geil fand, war hier wirklich nicht viel Nennenswertes dabei bei den DC-Filmen. Das hatte alles richtig Potenzial, aber wurde nicht ausgeschöpft. Tut mir leid, aber für mich ist der definitiv auf Platz 10. Dann auch auf Platz 9, Transformers 5 und The Last Night hat er, glaube ich, gehießen. Auch der, ich habe ihn in meiner Sammlung in UHD, ist auch einer der besten Ultra-HDs, die ich bis jetzt gesehen habe. Visuell weiß der Film wirklich zu überzeugen. Er ist einfach bombastisch, die Bilder sind grandios, aber auch hier wurde viel verkehrt gemacht. Die Story wird immer flacher, immer beschissener und da hat einiges gefehlt. Versteht mich nicht falsch, der Film ist wirklich unterhaltsames Popcorn-Kino. Wenn man einfach den Kopf abschaltet, Anlage aufdreht und die Bilder genießt, dann ist der Film richtig cool. Aber im Großen und Ganzen gesehen muss er auf jeden Fall auf die Flop-Liste. Dann habe ich auf Platz 8 auch so eine Kategorie und das ist Valerian. Den habe ich auch auf UHD, hat auch ein mega Bild. Inszenatorisch gibt es hier nichts zu meckern, der Film ist wirklich grandios umgesetzt. Aber auch hier ist die Story wirklich so flach, banal und langweilig, dass er für mich eigentlich auf die Flop-Liste muss. So, ja. Dann habe ich auf Platz 7 Ghost in the Shell. Auch der hat mir nicht so gut gefallen. Visuell weiß auch der Film zu überzeugen. Das ist heutzutage keine Kunst mehr. Die Blockbuster sind ja alle hochkarätig, was die Bilder angeht. Aber auch hier hat mir die Story, das hat mir alles so ein bisschen, war alles zu kurz und verworren und das hat mir nicht so gefallen. Scarlett Johansson hat hier natürlich wieder eine super Rolle gespielt, war auch super sexy wie immer. Aber der Film hat mich nicht 100% überzeugen können und deswegen ist er auch bei mir auf der Flop-Liste. Dann kommen wir zu Platz 6. Jetzt merkt man, es wird immer schlechter. Und da ist bei mir leider XXX3, die Rückkehr des Xander Cage. Vin Diesel wollte es noch einmal wissen und ist hier in die Rolle des Superagenten-Extremsportlers geschlüpft.
und die Filme, die Fortsetzungen kommen leider nicht mehr an den ersten Teil ran. Der war zu seiner Zeit wirklich Hammer gewesen. Teil 2 mit Ice Cube hatte auch noch ein paar coole Momente, aber war auch schon nicht mehr dasselbe, weil Vin Diesel nicht mehr dabei war. Und jetzt im dritten Teil hat man alles so ein bisschen übers Bein gebrochen. Man wollte jetzt unbedingt nochmal eine alte Marke ausgraben, ein bisschen Kohle machen, so empfinde ich das. Das hätte auch viel mehr Potenzial gehabt und da hätte man mehr draus machen können. Dann kommen wir zu Platz 5 und das ist für mich Get Out. Ist auch, ich weiß gar nicht genau, was es ist, ob es ein Horrorfilm ist oder eine Horrorkomödie. Auf jeden Fall konnte mich der Film auch nicht überzeugen, war durchgehend für mich etwas langweilig. Und die Schauspieler haben gute Arbeit geleistet, die Grundidee war auch solide, aber da hat auch der gewisse Pfiff gefehlt und deswegen ist der auch bei mir auf der Flop-Liste. Dann habe ich auf Platz 4 auch ein sehr schlechter Horrorfilm, das ist Rings. Auch der wurde so schlecht inszeniert, hat mich kein bisschen hervorgelockt, der hat mich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, war einfach öde, langweilig, da hat mich gar nichts geschockt und hatte nichts mit den alten Filmen wirklich gemeinsam. Die waren noch ziemlich gut, aber hier wurde auch wieder Schabernack getrieben. Kann man getrost drauf verzichten. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, verpasst ihr auch nichts, wenn ihr ihn euch nicht anschaut. Dann auf Platz 3. Das ist jetzt ein Film, wo ich gedacht hätte, er schafft es auf die Platz 1 in meiner Top-Liste. Aber jetzt habe ich eben doch noch ein, zwei schlechtere Filme entdeckt. Aber auf Platz 3 ist bei mir dieses Jahr Jigsaw. Ist definitiv einer der schlechtesten und langweiligsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Was soll ich sagen, die Story war auch banal, die Twists waren nicht so spektakulär, dass ich gedacht hätte, what the fuck, ist das cool, das musste man jetzt unbedingt noch verfilmen. Es war eigentlich die übliche 0815 Story und ich finde Teil 1 bis 7 haben in sich geschlossen eine coole Geschichte ergeben und mit Teil 8 wollte man noch mal ein bisschen Geld machen und hat mich gefreut auf den Film, denn ich liebe die Saw-Reihe, aber der Film hat mich wirklich enttäuscht, war wirklich eine Schande für die Saw-Reihe, muss ich so sagen. Ist leider so. Dann kommen wir auf Platz 2 und das ist die Neuverfilmung von Die Mumie von Universal. Und da war ja mit Tom Cruise der Hauptdarsteller und hat mir auch gar nicht gefallen. Visuell war das auch ganz nett anzusehen, waren ein paar coole Effekte drin. Auch die Tussi, die da die Mumie gespielt hat, war auch sehr cool gemacht. Aber ansonsten war der Film ziemlich fad gewesen, war langweilig, hat auch kein bisschen Spaß gemacht für mich. Das einzige Gute an dieser VÖ, die ich mir dazugelegt habe, war das Steelbook, denn das sieht wirklich Hammer aus, aber der Film ist wirklich schlecht. Und dann kommen wir zu meinem Platz 1 der schlechtesten Filme dieses Jahr. Und das ist 50 Shades of Grey 2. Ja, den habe ich auch gesehen. Ich habe ihn meiner Freundin zuliebe mit angeschaut. Wir hatten damals auch Teil 1 geschaut. Und der war noch schlechter wie Teil 1. Also wirklich langweilig. So Pipifax für einen Film mit so einer Thematik ist das wirklich lasch. Das ist lachhaft, das ist sexuell, das ist auf unterstem Niveau, das ist einfach Blödsinn, Bullshit, was die sich da abhalten. Auch meine Freundin findet die Filme richtig beschissen. Sie hat auch gesagt, die Bücher wären tausendmal besser wie die Filme. Kann ich jetzt leider nicht mitreden, weil ich die Bücher nicht gelesen habe. Werde ich auch nicht tun. Die Filme reichen. Ich werde mir meiner Freundin zuliebe jetzt noch Teil 3 mal anschauen, aber auch nicht im Kino. Wir warten immer, bis die dann bei Amazon drin sind. Dann leihen wir die uns da. Aber ich glaube, da wird es auch nicht viel besser werden. 50 Shades of Grey für mich auf jeden Fall Flop-Film des Jahres. Ja, das war meine Flop-Liste 2017. Sagt mir in den Kommentaren mal, wie ihr die Liste findet und was sind eure Flop-Filme? Welche Filme fandet ihr dieses Jahr wirklich beschissen? Sagt es ruhig mal in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst gerne mal ein Abo hier. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao. We'll be right back.